Morgen. 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 Wo sind denn die anderen? Das wissen wir nicht. Morgen. 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 Unsere Busseite verspätet. Wieder mal zu spät? Standard. Wir bekommen alle drei einen Eintrag ins Klassenbuch. Nun fahren wir mit einem neuen Thema fort. Trinkwasser in Afrika. Macht euch ein paar Gedanken und schreibt Ideen auf. Bitte auch tun. Ja, Lena? Könnten Sie uns eine Empfindung unterzeigen? Natürlich! Mehr als 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt haben keinen Zugang zu hygienischem, einwandfreiem Trinkwasser. Die Zahlen sind deutlich. Mehr als 2,2 Millionen Menschen sterben jährlich an Krankheiten, die auf verunreinigtes Wasser zurückgehen. Und viele Millionen leiden unter Wassermangel. Besonders Länder südlich der Sahara sind betroffen, aber auch viele andere Länder. Zurzeit haben in Afrika über 300 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Das sind mehr als 40% der Gesamtbevölkerung Afrikas. Oft schätzen wir nicht, wie gut es uns in Österreich mit dem Wasser geht, denn wir können einfach nur den Hahn aufdrehen und gelangen so zu sauberem Trinkwasser. Vielleicht sollen wir uns auch einmal Gedanken über dieses Thema machen.